интервью mit einem Rückkehrer. Ein ethnischer Deutscher über das Leben in zwei Kulturen. Rudolf Ernst wurde 1986 in dem kleinen Dorf Mirke in der Region Jambul in Kasachstan geboren. Als 2 Jahre alt war, zog seine Familie nach Deutschland, in ihre historische Heimat. Rudolf wird uns erzählen, warum 30 Jahre später beschlossen hat, nach Kasachstan zu kommen und wie sich bislang so eingelebt hat. Hallo Christina, ich freue mich hier zu sein. Danke für die Einladung. Danke sehr. Erzähl uns bitte von deiner Herkunft und von dir selbst. Was hast du vor dem Umzug gemacht und was machst du jetzt? Vielleicht sieht man es mir nicht an, aber ich bin hier in Kasachstan geboren. Ich bin zwar Deutscher, aber hier bin ich geboren und mit 2 Jahren sind wir mit der Familie nach Deutschland gegangen, also umgezogen als Deutsche. Und seitdem habe ich dort gelebt, bin zur Schule gegangen, habe eine Ausbildung gemacht zum technischen Zeichner und habe dann gearbeitet in meinem Job, habe mich dann aber entschlossen gehabt, ich möchte gerne einen sozialen Dienst machen, ich möchte gerne im Ausland leben und bin dann nach Südamerika, nach Paraguay gegangen, in Asunción, und habe dort mit Straßenkindern in einem Kinderheim gearbeitet und es war eine tolle Zeit. Dann bin ich zurückgekommen, bin wieder in meinen Bürojob rein und dort habe ich festgestellt, die Arbeit hat mir Spaß gemacht im Büro. Ich hatte ein super Team, das Geld hat gestimmt, alles. Ich hatte einen neuen Audi gekauft und so. Also so, das alles hat gestimmt, aber ich habe gemerkt, das bin ich nicht. Und habe mich dann entschieden, ich will weiter lernen und habe dann angefangen, meinen Bachelor zu machen in Kultur und Theologie an der ITA in Liebenzell in Baden-Württemberg und habe dann gewusst, okay, das ist so, wer ich bin. Und danach habe ich dann 3 Jahre in einem Job gearbeitet, im christlichen Kontext, im kirchlichen Kontext, mit Jugendlichen und es war toll. Und ich hatte aber trotzdem immer wieder den Wunsch oder weiter den Wunsch, dass ich weiter lernen möchte und habe mich dann für einen Master beworben. Mein Professor Gustavo Victoria, der mich sehr geprägt hat in der Zeit, als in der Bachelorzeit, er hat uns immer wieder gesagt, bleibt Lernende. Und das fand ich sehr gut und das ist so ein Lebensmotto von mir, Lernender zu bleiben. Es stellt sich heraus, dass du ein ethnischer Deutscher bist. Bist du mit der kasachstan-deutschen Kultur vertraut? Ich denke schon. Also wir haben immer damals gesagt, wir sind Russen oder Russlanddeutsche. Ich habe jetzt mittlerweile gelernt, ja, das stimmt, wenn man es politisch also genau nimmt, war ja damals die Sowjetunion hier, also Russland. Aber jetzt mittlerweile denke ich, dass ich eher eine deutsch-kasachische Kultur habe. Warum hast du Kasachstan für das Studium ausgewählt? Und wie beurteilst du hier allgemein das Bildungsniveau? Also erstmal, es gibt ein paar Gründe, warum ich nach Kasachstan gekommen bin, um zu studieren. Der erste Grund war, nach den langen Jahren in Deutschland wollte ich einfach wissen, woher kommen meine Eltern, woher kommt meine Kultur, weil ich wusste, okay, oder ich habe mich nicht deutsch gefühlt, deutsch-deutsch, sondern ich wusste, ich bin ein bisschen anders wie die Einheimischen und habe gedacht, hey, das ist eine gute Möglichkeit, nach Kasachstan zu gehen, um mehr davon zu erfahren, woher meine Eltern kommen, woher ich komme. Also sozusagen eine Reise in die Heimat, zu den Wurzeln, wer ich bin und woher ich komme, was mich ausmacht. Weil während dem Studium, Bachelorstudium habe ich halt gelernt, dass ich ein drittes Kulturkind bin. Also ich habe nicht nur eine Kultur, sondern ich habe 2 Kulturen und daraus entsteht eine dritte Kultur. Und deshalb wollte ich wissen, was ist diese dritte Kultur, also aus was ist hier entstanden. Und deshalb, das ist ein Grund davon. Der zweite Grund natürlich, um Russisch zu lernen. Meine Eltern haben mich leider nur mit Deutsch erzogen. Also zu Hause haben sie zwar Russisch gesprochen. Und Russisch ist für mich wie eine Sprache, vielleicht am besten beschrieben, wie ein Lied, was man kennt von der Melodie, aber man kennt die Wörter nicht. Also ich kenne die Sprache, ich kenne den Rhythmus der Sprache, ich fühle die auch so, aber ich verstehe nicht alles. Also damals. Mittlerweile läuft es eigentlich ziemlich gut. Und das dritte ist, ich wollte einfach, ich habe mir internationalen Journalismus ausgesucht in Kasachstan, weil ich es interessant finde, in Zentralasien gerade dieses Thema zu studieren, weil es im Gegensatz zu Europa etwas anders hier funktioniert. Und für mich waren die Unterschiede und die Herausforderungen, die waren sehr interessant für mich. Und ich dachte, wenn, dann muss ich hierher kommen. Welche Sprache sprichst du noch außer Deutsch und Russisch? Also ich weiß nicht, ob ich wirklich gut Deutsch sprechen kann, weil ich in der Schule mal ja, nicht so gute Noten in Deutsch hatte. Natürlich ist es meine Muttersprache. Daneben halt habe ich jetzt Englisch gelernt in der Schule und das jetzt auch durch mein Bachelorstudium, weil ich in Toronto war für eine Zeit lang. Für ein Praxissemester habe ich dort mein Englisch verbessert. Und dann jetzt Spanisch durch die Zeit in Südamerika, in Asunción, in Paraguay, wo ich 18 Monate war. Und da habe ich Spanisch gelernt. Das heißt Deutsch, Russisch, Englisch und Spanisch. Teil doch mit uns deine ersten Eindrücke von Kasachstan. Also ich bin vor circa 3 Jahren mit meinen Eltern nach Kasachstan das erste Mal gekommen. Und es war eine sehr eindrückliche Erfahrung, weil ich nicht wusste, was kommt auf mich zu. Ich kannte natürlich Kasachstan von meinen Eltern, von den Erzählungen, weil meine Eltern hier geboren sind und aufgewachsen sind, also 28 Jahre. Und ja,
Und dann sind wir nach Kasachstan gekommen, nach Almaty, sind dort gelandet und wir sind dann zum Freund von meinem Vater gefahren, er hat hier einen Freund. Und wir haben dort dann die erste Nacht alle zusammen in einem Zimmer geschlafen. Es gab da zwei Divans, also zwei Sofas. Die Eltern mit ihren zwei Kindern auf der einen Seite, meine Mutter und ich auf dem Sofa und mein Vater auf dem Boden vor dem Sofa. Eine sehr eindrückliche Erfahrung, extreme vielleicht auch für einen Deutschen so. Aber ich kannte es von früher, ganz früher, wenn wir unsere Verwandten besucht haben. In Deutschland war das genauso. Die haben die ganzen Kinder, also 10 Kinder auf einen Boden gelegt und alle haben zusammen geschlafen. Deswegen kannte ich das schon. Und wir haben sofort warmes Essen nachts bekommen. Das war sehr schön. Und dann sind wir nach Merke gefahren, dort wo ich geboren bin, also bei Taraz. Und das war dann noch mehr extremer, aber es war jetzt nicht schlimm für mich. Also extrem meine ich jetzt positiv, weil ich bin dort angekommen in Merke. Wir sind zu dem Haus gelaufen, wo meine Eltern gewohnt haben, wo ich gewohnt habe, 2 Jahre meines Lebens. Und es war so, wow, von hier komme ich. Und es hat mir nochmal Dankbarkeit gelehrt, so über mein Leben und wer ich bin, woher ich komme und was für ein Leben jetzt ich in Deutschland haben darf oder leben kann. Was hat dich besonders an der Kultur und Tradition Kasachstan interessiert? Also so in Deutschland bin ich in diesem russlanddeutschen Kontext aufgewachsen, in diesem kasachischen deutschen Kontext. Meine Eltern sind ja in Merke aufgewachsen, das heißt, wir haben da auch so ein paar traditionelle oder Traditionen von Merke mitgenommen. Und das unter anderem ist Essen. Also ich kenne Beshbarmak, ich kenne natürlich diese ganzen auch russischen Gerichte wie Pirashki und Vareniki und Pelmeni, das alles. Und deswegen war so Essen nie fremd für mich, als ich hergekommen bin. Es war eher so, es hat mir eher dabei geholfen, mich hier zu Hause zu fühlen. Und ich habe vor kurzem auf meinem Instagram-Account dann geschrieben, ich verlasse zu Hause, aber ich komme bei zu Hause an. Ich verlasse meine Heimat, aber ich komme auch in der Heimat wieder an. Also ich verlasse Deutschland und komme in Kasachstan an. Und ich glaube, so kann ich es beschreiben. Die Traditionen, natürlich sind die hier unterschiedlich von dem, wie es in dem Kalinka-Sabine-Film vielleicht ist, wo Bräute geklaut werden in den Dörfern oder entführt werden, damit sie zwangsverheiratet werden, bis zu den ganzen Essen wie oder Getränken wie Kumis und sowas. Dann dass Familie sehr viel Wert hat, dass Familie Mittelpunkt ist im Leben und so weiter. Das sind so Traditionen, die schätze ich sehr und die gefallen mir gut. Und dann auch das mit dem, wie man sich trifft, wie man gemeinsam Leben teilt und so weiter. Weil ich halt ein interkulturelles Studium gemacht habe oder in Kultur und Theologie, habe ich das Studium schon erfahren, was gibt es für Kulturen, Warm-, Kaltkultur. Und deswegen kann ich jetzt nicht explizit sagen, welche Traditionen mich interessieren oder so, weil ich das schon erfahren habe, was es so gibt. Und weil es auch für mich nicht fremd ist. Also es ist so, ich bin hergekommen, ich habe Kasachstan erlebt, fühle mich wie zu Hause und es ist so unbewusst. Also ich kann hier gar nicht wirklich sagen, ich glaube, alles passt für mich. Es gibt auch negative Erfahrungen, wie dass, wenn man im Supermarkt steht und Leute einfach vor dich gehen und sagen, ich habe diesen Platz reserviert vor dich. Oder wenn du zum Amt gehst und dort 2x Stempel brauchst für alles. Oder ich war heute in der Zone, habe dort Dokumente für mein Diplom abgeholt, die waren noch nicht fertig. Ich habe vor 2 Tagen schon mal gefragt, waren sie nicht fertig. Dann bin ich heute vormittags hingekommen, sie waren nicht fertig. Nach 2 Stunden bin ich wiedergekommen, die Frau saß, hat gesagt, es ist noch nicht fertig, aber ich gehe jetzt, hole sie im Archiv. Also was ich sehr wertschätze an den Traditionen oder Kultur hier ist, dass die Leute sehr beziehungsorientiert sind. Und ich bin auch ein Mensch, der sehr beziehungsorientiert ist und deswegen, ja, das ist was Schönes hier. Was glaubst du, wo die Kasachen den Deutschen ähnlich sind und was fundamental anders ist? Ich fange mal mit den Unterschieden an, weil wenn man als Gast oder als Tourist hierher kommt, dann fallen die am meisten einem auf. Unterschiede, die mir aufgefallen sind oder die ich auch kannte schon von Deutschland, war, dass die Einwohner von Kasachstan schon mehr menschenorientiert sind, also beziehungsorientiert. Bedeutet, dass sie, wenn sie jemanden treffen, aber einen Termin später haben, dass sie ja gar nicht so drauf achten, dass der Termin jetzt bald kommt, sondern sie sich jetzt auf den Menschen fokussieren, jetzt auf diese Zeit, auf diesen Moment. Finde ich sehr schön, auch dass sie eben heute leben eher und so. Also das verändert sich natürlich oder das ist auch von Staat zu Staat. Oder ich habe ja jetzt in Astana gelebt eine Zeit lang, da ist ein bisschen mehr so arbeitsorientiert, ist ein bisschen anders. Aber das ist schon so ein großer Unterschied, wo es in Deutschland dann so ist, wenn du Termine am Tag hast, dann bist du terminorientiert, also du bist zeitorientiert. Das heißt, wenn du dich mit jemandem triffst, es sei ein sehr guter Freund in Deutschland und du hast aber in den nächsten 30 Minuten einen Termin, dann kann es gut sein, dass während einem Gespräch mit diesem guten Freund, selbst wenn du ein tiefes Gespräch hast, ein wichtiges Gespräch hast, dass du sagst, okay, ich muss jetzt gehen, sorry. Und dein Gegenüber wird sagen, ja, kein Problem, tschüss. Und dann gehst du zum Termin, wo es hier anders ist.
Es hat natürlich Vor- und Nachteile, aber das ist so einer der großen Unterschiede. Essen ist auch ein Unterschied. Wenn du zu jemandem eingeladen wirst nach Hause, dann kriegst du Mittagessen. Das war bei uns auch in Deutschland so. Meine Mutter, wenn Gäste zu uns kamen, hat meine Mutter immer gekocht, egal welche Uhrzeit. Wobei es bei den Deutschen ein bisschen anders sein kann. Also dort, wo ich aufgewachsen bin, in Rheinland-Pfalz, wenn du gekommen bist, wurde dir vielleicht Wasser angeboten oder einen Tee. Wenn es die Zeit war für ein Essen, also Abendessen oder Frühstück, wurde dir dann auch eventuell was angeboten. Aber es wurde jetzt nie, wenn du gekommen bist, gekocht für dich. Das kenne ich von meiner Mutter ganz anders. Und sie hat immer zu viel gekocht. Das kenne ich auch aus Kasachstan. Man kocht immer zu viel, weil es darf auf keinen Fall zu wenig da sein. Meine Mutter bis jetzt, glaube ich, hat es noch nicht gelernt, genau so zu kochen, dass es passt. Aber ich finde es schön. Kannst du fünf besondere Entdeckungen nennen, die du in Kasachstan gemacht hast? Ich kann von meinen Eindrücken oder von dem, was ich hier erlebt habe, erzählen. Es gibt viel, also ich könnte den ganzen Tag sprechen, aber was ich erlebt habe, dass ich, wenn ich irgendwie Arbeit gesucht habe oder Leute getroffen habe, waren immer sehr hilfsbereit und ich habe immer gute Möglichkeiten gehabt, was zu erleben. Sei es, ob ich jetzt in einer Velada-Model-Agentur anfangen konnte, ohne dass ich jetzt ein großes Training machen musste, oder dass ich bei den Almaty Filmfestival da die Türen von Autos aufgemacht habe für die Filmstars und so, wo ich keinen kannte vorher, wo ich jetzt ein paar kenne, bis zu dem, dass ich dann auf dem Filmset von Kalinka Sabine 3 drauf war. Das waren so sehr interessante Erfahrungen, sehr Wow-Erfahrungen. Und dann zu dem, dass ich als Englischlehrer arbeiten konnte, dass ich bei KeyMap, wo ich studiere, also an der KeyMap-Universität, dass ich dort bei KeyMap Fashion Industry mitarbeiten konnte, dass ich ein Fotoshooting bei Savage Boutique in Almaty hatte. So Sachen, wo ich vorher in Deutschland nie dran gedacht hatte, die sind aber jetzt hier möglich. Also mir ist bewusst, weil ich Ausländer bin und so, habe ich vielleicht einen Pluspunkt dafür. Aber es ist so, aber was so einschneidend für mich war, das ist mein Mitbewohner, den ich kennengelernt habe hier in Kiel, mit dem ich jetzt schon länger befreundet bin, den ich mittlerweile gut kenne und aus der sich eine echt tiefe Freundschaft, also Beziehung entstanden ist. Langweilst du dich nicht während der Quarantäne in Kasachstan? Wer amüsiert dich? Also die ersten zwei Monate, wo die Quarantäne erst begonnen hat, also die Maßnahmen, dass man nicht raus darf, also nur in seinem Rajon zu sein, also in seinem Stadtteil, und dann nur einmal am Tag zum Supermarkt kann und zur Apotheke, wenn man muss. Das war sehr hart und wir haben mit meinem Mitbewohner es dann so gemacht, dass wir dann morgens halt unsere Besorgungen gemacht haben, eingekauft haben und so. Und abends sind wir dann vor die Tür gegangen und haben so einen kleinen Backrug gemacht um die Häuser, weil wir einfach den ganzen Tag zu Hause sitzen. Wir sind nicht solche Typen. Also ich bin nicht jemand, der immer nur zu Hause sitzen kann. Ich habe Tage, wenn ich mich ausruhe, also wenn ich mich nach Projekten oder Arbeit erhole, dann kann ich den ganzen Tag nur zu Hause sein, aber eigentlich, ich muss immer raus. Und deswegen war es sehr schwer, was ich dann gemacht habe. Wir sind zu Rechka gegangen, also wir haben so versucht, uns in der Natur dann zu vergnügen und da halt die Zeit. Ich habe diese Zeit vor allem dann genutzt, gerade in dieser Social-Media-Zeit, also in der Zeit von sozialen Medien, verlernt man es so schnell, nur mal den Moment zu genießen, also nur einfach da zu sein, die Natur anzuschauen und so. Und diese Zeit hat mir geholfen, das Handy mal beiseite zu legen, mich hinzusetzen und einfach nur mal die Natur zu genießen und mal mich selber wahrzunehmen und den Moment und einfach sich über Kasachstans Schönheit zu freuen. Was findest du an Deutschland, wenn du länger hier bist? Also wenn es so um Oberflächlichkeiten geht, dann vermisse ich natürlich so ein paar Essenssachen, so Schwarzwälder Schinken oder Mozzarella ist dort zum Beispiel günstiger oder ja, das Essen natürlich von Mama, von meiner Schwester, beide kochen sehr gut und ich liebe das Essen sehr. Aber eigentlich vermisse ich nicht so viel, weil das Essen hier kenne ich ja, nur Pyrashki, Mante und so weiter, das kenne ich alles, deswegen vermisse ich das nicht. Was ich vermisse, ist natürlich meine Familie und es ist gar nicht, dass ich Heimat vermisse, aber ich vermisse es, mit meinen Menschen zusammen zu sein, die mir sehr nahe stehen, wie meine besten Freunde und meine Familie. Das ist so, was ich vermisse. Aber meine Schwester war hier zu Besuch, meine Mutter kommt hoffentlich bald mal zu Besuch und ich war vor kurzem in Deutschland, deswegen ist eigentlich alles soweit in Ordnung. Also ja, jetzt danke schön. Das war ein wirklich schönes Interview mit dir. Und kannst du vielleicht etwas noch sagen, auf Russisch oder auf Kasachisch? Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte, dass ich das Interview mit euch gemacht habe, dass ich teilen durfte, was mich bewegt über Kasachstan. Und ja, es ist schön, es zu teilen. Ich fühle mich wohl hier bei euch. Und я люблю Казахстан и тетя Лена из Мерке, но это не моя тетя, но типа как тетя, она сказала, что Руди, Мерке это твоя родина. О, danke, Руди. Bitte.
Damit beenden wir unser Interview. Verpassen Sie nicht die neuen Ausgaben mit interessanten Vertretern der deutschen Gemeinschaft in Kasachstan. Tschüss!